Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7 Biohazard. Oder herzlich willkommen zurück bei... Ja, willkommen zurück hier im Wohnwagen, da wo die Zoe nicht ist. Wir haben leider keine weiteren Münzen gefunden. Ich weiß echt nicht, kann man hier die drei Vogelkäfige aufmachen? Aber das wären ja dann... Waren es nicht auch 3 oder 5 Münzen? Das wär ja fast 20 Münzen, die man dafür braucht. 4 Rückschlag ohne Mannstoppwirkung. Also wir haben mehrere Holzdinger. Okay, wir machen jetzt mal hier das hier rein. Happy Birthday. Can Trespassing Idiots Solve Puzzles. Clancy. Clancy. Ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Oh, der war mal so ein hübscher Mann. Es hat Wochen gedauert. Das Herz. Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. Hallo? Geht das nach Zeit? Soll mal die Kerze nehmen? Wie widerlich. Hallo, herzlich willkommen. Ich würde gerne hier das Rätsel mitmachen, bitte. Haben wir nur einen Versuch? Soll ich mir jetzt mein Bein abschneiden, wie bei Saw? Soll ich vielleicht die Dinger hier anfackeln? Also wir sind Clancy. Clancy war doch der, der mit den anderen hierher gekommen ist. Wir feiern hier Geburtstagsparty. Hallo. Soll ich jetzt hier irgendwas finden, damit ich da mit dem Ethan besser zurechtkomme, oder? Deine Geburtstagskuchen. Oh, das ist voll einen Schreck gekriegt. Was ist denn das hier? Aha, was kommt denn da raus? Vielleicht zu, Gas? Kommt da Gas raus? Regnet es draußen? Nee. Hä? Das hier würde ich gern machen. Kann ich das ab... Wird das was? Ich glaube, das ist so gewollt. Ich glaube, man soll das so machen. Seht? Da passiert nämlich gar nichts. Okay, wahrscheinlich kommt da Gas raus, oder? Warte mal, wir haben jetzt die Kerze genommen. Hätten wir die Kerze vielleicht gar nicht nehmen sollen? So. Was ist denn los hier? Was malst denn du hier Schönes? Wirbelsturm. Du bist sauhässlich. So, okay. Ja, dann gehen wir mal zur Dings. Also, wahrscheinlich ist es jetzt falsch, aber... Hä? Lieber das da machen. Aufziehschlüssel. Okay. Lässt sich nicht stoppen. Oh, das ist doch... Oh Gott, wir werden sowas in die Luft gehen. Happy... Piep, Birthday, got a light. Hast du ein Licht? Hä, passt nicht? Was soll man da reinstupfen?
Sorles grüßen. Was will mir dieses Bild sagen? Oh, da hinten, da oben ist der andere Typ, der voll eklige. Und hier unten, ist das unsere Dame? Sind das die Bakers? Sollen die mir irgendwas sagen? Wer ist denn das? Das würde nichts nützen. Ja, ich glaube auch. Wenn ich den jetzt anmache, den Herd, dann explodiert das doch hier alles. Oh Gott. Ach, ich soll die anmachen, stimmt. Oh, ist aber da. Echt widerlich. Mann. Oh, und jetzt zieht sich was ins Klo rein. Verschmutztes Fernrohr. Fernrohr im Inventar benutzen. Ach was, ich weiß was. Wir machen mal die Kerzen noch nicht an. War hier nicht irgendwo ein Loch in der Wand? Wir hier. Warte mal. Oh, ich muss mal ganz kurz meinen Laptop an Strom anschließen. Es geht sofort weiter. Wenn ich es treffe. So. Steht hier. Warum steht es da? Hä? Hey, das Fernrohr bringt überhaupt nichts. Okay. Hä? Warte mal, wir gehen mal hier rein. Okay, wir haben es erstmal sauber gemacht. Oh, da los. Vielleicht sehen wir jetzt irgendwas. Aha, ich verstehe. Oh, guck mal, das Symbol, wie bei Village. Okay, aufgehangenes Mädchen, was auch immer das sein soll, und der Fötus. Aufgehangenes Mädchen, das Dingsbums und der Fötus. Aufgehangenes Mädchen, das Dingsbums. Ich weiß nicht, was das Dingsbums ist. Das hier vielleicht? Und der Fötus. Ach ja. Tatsache. Hä? Und das? You. Strohpuppe? Das sind wir, scheinbar. Sollen wir die vielleicht anzünden? Sollen wir da die Strohpuppe reinstecken? Ich bin verwirrt.
Willst du vielleicht unsere Strohpuppe haben? Nee. Oh. Kommt kein Wasser. Das ist schade. Wir haben jetzt auch, doch das Rohr haben wir noch. Eine brennende Kerze, die Torte stecken. Das erscheint mir nicht als gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Hallo? Ach ja, ihr hört mich. Ich muss noch gerade ganz mal kurz gucken. Ja, Resident Evil Rätsel. Die sind jetzt mal nicht so mein Ding, würde ich sagen. Stecken wir da unsere Puppe rein. Ha. Wir müssen die da vorne anbrennen. Oh. Ich muss mal... Also, wir haben den hier. Der will irgendwas in seiner Hand haben, was ich nicht verstehe. Hier ist ein ekelhaftes Klo. Hier ist ein Wasserhahn, der nicht geht. Hier haben wir nichts. Hier sollen wir eigentlich unsere Kerze anmachen. Mach das mal halt. So können wir auch uns anbrennen. Ach ja, wir können... Was ist das denn? Puppenfinger. Ah! Anscheinend kann er etwas halten. Was will er denn halten? Willst du mein Rohr halten? Willst du meine Kerze halten? Was will er halten? Gibt es hier noch irgendwas zum Finden? Lass uns mal nochmal hier reingehen. Zeig mal her hier. Ja, genau, das würde ich sofort machen, wenn der Lukas das sagt. Es lässt sich nicht stopfen. Ja, genau. Ist ja klar. Ja. Passt nicht. Unsere Kerze? Nein. Hier. Da. Wo ist eigentlich unser Fernglas? Ach, hier. Das haben wir ja schon gelöst hier. Sag mal, ist das die verrückte Miranda aus Village, von Village? So, wir haben hier Feuer. Wir haben hier unseren Typ. Der will irgendwas in der Hand haben. Wir haben hier den Ausgang, wo wir nicht rauskommen. Ich will wirklich ungern das anzünden. Das ist nicht gut, wenn wir das jetzt anzünden. Aber ehe ich hier weiter suche, müssen wir es halt mal anzünden. Ja, prima. Jetzt haben wir die Kerze. Juhu, wir haben die Kerze. Hey, wir kommen doch gar nicht rein mit der Kerze. Die Ballons kaputt machen? Nö. Sollen wir das hier vielleicht machen? Oh Gott. Das würde nichts nützen. Okay. Sollen wir das anfackeln? So, wir haben jetzt hier unsere Kerze. Die geht aber sofort aus, wenn wir da hingehen. Willst du meine Kerze jetzt haben? Nee. Ist eine Puppe, oder? Har. Har, har, har. Ich würde ja gern die Puppe, nee, die Kerze, können wir da vielleicht durchschreien? Können wir vielleicht das hier nehmen?
Die Kerze brennt nicht. Wie können wir die ausmachen? Wir brauchen einen Schraubenzieher oder so, um das Wasser auszustellen. Ich versuche die jetzt nochmal anzumachen und mache die jetzt da hinten dran. Ballonis. Yay, Party. Oh. Party, Party, Party. Oh. Oh, sind wir hier. Ohne Passwort wird es kaum funktionieren. Sollen wir hier alle Dinger kaputt machen? Ist hier irgendwo das Passwort drin vielleicht? Ballon. Okay. Ich verstehe. Warte mal. Wir müssen den Ballon aufpusten. Und zwar hier. Nee, Quatsch. Wo denn? Ach, hier drüben. Oh. Es ist ein bisschen unfair, muss ich sagen. Oh, ein Füller. Federhalter. Der ist aber hübsch. Oh, dann kann der hier vorne den... Oh, und dann schreibt er mir bestimmt ein Passwort auf. Hier. Zeig her. Ach so, aufdrehen. Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Oh Mann, nein! 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 Oh! Loser. Oh. Der ist ja am Bridge, ey. Da bist du mal schnell tätowiert hier. Loser, ja. Wir sind übrigens am Bridge, gell? Wisst ihr Bescheid? Nee, er ist am Bridge, stimmt. Das sind schöne Ballons hier. Loser. Warum? Wir haben alles gelöst. Hier. Ah. Okay. Aber können wir jetzt nicht nur verlieren? Wenn wir das da reinstopfen, dann verlieren wir doch, oder? Also wir machen jetzt erstmal hier das Dingsbums rein. Boah. Okay, auf jeden Fall hat er auch was in seiner Hand abbekommen. Wieder gute Ethan, das haben sie schon mal gemeinsam. Jetzt machen wir die Kerze an. Wieso ist es auf einmal dunkel geworden? Nee, nichts ist okay. Okay, wir werden das jetzt tun. Oh Gott, vielleicht das hier? Lukas hat gesagt, ich soll eine brennende Kerze reinstecken. Ja, okay. Du bist so dumm, ey. Oh, und jetzt brennt alles und wir werden elendig verbrennen. Oh. Ach, wir können laufen, okay. Hä, wo sind wir denn? Oh Mann! Scheiße! Scheiße! Wieso ist denn hier eine Wand? War das so gewollt?
Ich glaube, das war so gewollt, oder? Aber, oh, Entschuldigung, aber wie sollen wir denn dann... Hä, wenn ich da mit Ethan dasselbe Rätsel habe, wie soll denn das bitte gehen? Hä? Das liegt aber ganz schön lange hier. Farbbild. Ja, wie soll das funktionieren mit dem guten Ethan? Das wird interessant. Wisst ihr, was wir jetzt schnell machen? Speichern. Und dann gehen wir nochmal hoch zur Madame Marguerite. Weil ich glaube, das Schatzfoto war nämlich da oben. Ich gucke es mir nochmal ganz kurz an, aber es müsste eigentlich da gewesen sein. Ja, das sieht aus wie bei der Marguerite. Das Problem ist, das war wahrscheinlich übelst geirrt. Lasst mich bitte. Ich weiß, dass ihr hier seid. Lasst mich bitte in Ruhe. Oh Gott. Verdammt. Das ist hier nicht. Ist es vielleicht... Oh nee, das ist unten oder was? Ach, da fehlt uns auch noch übrigens was. Muss hier sein, glaube ich. Irgendwo muss das hier sein. Ich habe das hier irgendwo gesehen. Oh. Hier stehen nämlich überall diese Dinger rum. Nein, bitte hier nicht auch. Bitte nicht bei der Marguerite hier. War das doch nicht hier? Wo soll das denn sein? Das sieht aber aus, als ob es hier ist. Meine Nase krabbelt, verdammte Kacke. Oh Gott, meine Nase. Wieso verstecken die das nicht an normalen Orten? Wenn das nicht hier ist, wo soll es sonst sein? Oh Mann, ey, müssen wir etwa bei ihr nochmal rein? Zeig nochmal bitte. Happy. Das muss doch hier irgendwo sein. Da müssen wir scheinbar noch mal in ihr Gebiet reinstolpern. Tun wir uns weh? Nee. Okay, wir gehen mal hier raus. Wie man einfach so um die Ecke guckte, wo hier garantiert nichts, dass man... Was war das? Oh Gott. Käppi. Ist nirgendwo eine Käppi? Kommen wir jetzt da nochmal hin. Ach, da lang, okay.
Okay. Die Ekligen verfolgen mich gerade nicht. Die kommen wahrscheinlich jetzt wieder hier. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es jetzt hier ist. Ich hoffe es einfach mal. Sollen wir hier reinfallen? Wahrscheinlich nicht, gell. Kriegen wir noch irgendeine Entzündung. So. Ja, hier könnte es auch sein. Ich suche eine Käppi. Ihr Lieben, wir sind nur hier, um eine Käppi zu holen. War das vielleicht im Hinter... War das vielleicht oben auf dem Dachboden? Alles knarzt, ist das widerlich. Sollen wir mal kurz in unseren Safe-Raum laufen? War das hier? Gucken wir mal kurz da vorne hin. Das war jetzt nicht unser Safe-Room, aber wenn wir einmal hier sind, können wir auch alles absuchen. Also hier will ich aber auch nicht kacken. Stell dir mal vor, du sitzt hier und von hinten reißt dich was ins Wasser. Da rutscht die Wurst wieder rein. So. Wenn wir viel Glück haben, steht die jetzt hier, die Käppi, aber ich glaub's nicht. Nee. Wir haben kein Glück. Oh Mann, konnte man nicht hier irgendeinen Büchsen irgendwo speichern? Oh, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.